So, und daraufhin kriegte ich gleich 30 Punkte. Hab das mal so auf sich beruhen lassen und dann kam dieser Omsi-Rätsel-Thread, habe ich ein Rätsel und ihm passte das wohl nicht. Und dann habe ich geschrieben, nur weil es dir nicht passt, ne? Ist noch lange kein Grund, mich zum neuen Rätsel zu zwingen. Ich mach das jetzt einfach mal, aber dieser Kommentar war wieder 30 Punkte wert, hat mich gesperrt und mich auch noch ausgelacht von den ganzen Usern, indem er bewusst Gänsefüßchen an gewisse Stellen gesetzt hat. Naja, und wo wir dann waren, der hat mich einfach gesperrt, obwohl er einfach das Thema hätte mich einfach nur in die Geschäftsführung oder in irgendwie was hochziehen müssen, im TS. Nichts ist passiert. Deswegen habe ich die als Diktatur 2.0 abgestempelt und bin zur RVB gegangen, wo ich eigentlich schon seit einem halben Jahr hin wollte. Ja, aber das in der Busunion Spandau, dass da kein Wert auf ein Gespräch gelegt wird, das ist Haben wir früh gemerkt. spätestens jetzt allen klar geworden. Ja. Ja, sollte zumindest, also da ist zumindest auch meine Hoffnung drin, dass es dann vielleicht auch irgendwie in die Welt mal rausgetragen wird. Ja. Ich meine, die haben ja jetzt in letzter Zeit ja auch vor hier. Irgend so eine neue Signatur haben die jetzt, The ne? Union Die Union Strikes Back. Strikes Backs. Ja, ich weiß zwar nicht, was sie damit erreichen wollen, aber es wird nicht mit Sicherheit nicht das sein, was sie eigentlich erreichen wollen damit. Also, Ja. wenn selbst anderen Leuten im OMSI-Forum schon auffällt, dass da irgendwas nicht ganz richtig zugehen kann und sogar einzelne Busse oder Karten für die Busunion verbieten, dann würde ich spätestens da würde ich als Geschäftsführer eines virtuellen Betriebs mal hellhörig werden und dann mal sagen, ja Leute, also irgendwas stimmt hier nicht ganz richtig. Also irgendwas läuft hier nicht hundertprozentig. Das wäre jetzt dann zumindest so die Option, wo ich dann sagen würde, okay, ja, wir müssen uns mal unterhalten. Ah, und Ja, aber dafür muss man voraussetzen, dass ein Blick für die Realität da ist und nicht nur für die eigene Realität, die man ja, und sich das selbst wurde ja irgendwie immer einbildet. verpackt im Sommer. Da diese Mitarbeiterkonferenz, wo wir mal die Meinung sagen durften. Steven und meine Liste waren extrem lang. Die anderen hatten schon gewusst, okay, Diktatur, hier kannst du eh nichts sagen. Ich habe es noch versucht, es wurde sofort irgendwie freundlich abgeschmettert, dass mein Einwand doch absolut unverhältnismäßig wäre. Ja, und so hat es mich dann halt von der Busse weggetrieben. Darüber können wir ja später nochmal reden. Ich bin der Meinung, wir sollten es chronologisch belassen, damit die Leute auch hinterherkommen. Oh, nö, die sind das hier gewöhnt, dass es alles Aha. durcheinander geht. Thomas, fahr dir mal nicht so dicht auf, das ist schon ganz schön bedrohlich. Du weißt, Ach, ich hatte einen nein, ich bin Verkehrsunfall. der Fahrer, Ja, ja? du weißt, ich hatte So, einen Verkehrsunfall. ich hab das Bremspedal drin hier, nicht du. Da kriege ich dann auch schon im Simulator das Zittern, aber naja. Ja, und nochmal dem Kollegen andeuten, er ist zu lahm, ja, ich merke schon. Nein, dann hat es mich zur RVW getrieben. Und scheinbar war ich auch ein Unglücksrabe, denn seitdem ich da war, ging alles nur noch den Bach runter. Der Geschäftsführer dort hat leider wenig Durchsetzungskraft bewiesen, die er angeblich jetzt verbessern will bei einem Neuaufbau des Betriebs. Wurden Das wild Leute könnte ich dann gleich noch was gekündigt, ja, sagen. wild Leute gekündigt und wieder eingestellt und ich kam da nicht mehr durch. Es war alles durcheinander, die Kommunikation fehlte. Und ich bin noch nicht offiziell aus dem Betrieb raus, weil ich mich mit den Leuten verstanden habe. Und dann kam es halt zu meinem eigenen Betrieb. Und ja, dazu hätte ich auch gleich noch was. Die Busunion erstmal, um darauf nochmal zurückzukommen. Ihr habt ja einen handfesten Rechtsstreit mit denen begonnen, stimmt's? Ja, noch ist es nicht handfest, also noch war ich nicht beim Anwalt, aber Ja, habt euch zumindest. ich halte mir hier diesbezüglich auf jeden Fall mal die Optionen offen, weil dieser Sedici will es einfach nicht kapieren. Um es mal ganz direkt und diskret mal so ganz direkt auszusprechen. Er denkt, er ist im Recht. Kommt mit irgendwelchen Paragraphen daher, wo ich mir denke, okay. Vor allen Hat Dingen, er das Gesetzbuch überhaupt mal gelesen oder sucht er sich jetzt da irgendwelche Scheiße zusammen, die sowieso kein Mensch entziffern kann? Der Knaller ist ja, dass ich erkläre das gerne auch für die Zuschauer nochmal, dass
wir ja im Prinzip unsere Zustimmung zu den Nutzungsbestimmungen zurückgenommen haben. Das Ganze laut einem Gesetz, das nennt sich Telemediengesetz, auf das Herr Sedici sich ständig berufen hat. Dass seine Nutzungsbestimmungen gemäß des Telemediengesetzes richtig sind. Sind sie nicht, aber das ist eine andere Sache. So, da habe ich ihm dann einen Brief geschrieben, in dem ich ihm meinen Rückzug der Zustimmung zu diesen Nutzungsbestimmungen mitgeteilt habe. Und in seiner Antwort sind das auf einmal keine Nutzungsbestimmungen mehr, sondern allgemeine Geschäftsbedingungen. Auf einmal. Die aber wohlgemerkt nicht so gekennzeichnet sind. Ja. Richtig, aber was mir halt auffällt ist, nachdem er gemerkt hat, er kommt mit seiner Argumentation als Nutzungsbestimmung nicht weiter, sind es auf einmal allgemeine Geschäftsbedingungen. Der Typ dreht es sich doch, wie er es braucht. Das ist richtig. Und ich kann davon sagen, ich habe ja von Juristerei auch gute Ahnung, weil ich mich mit meinen Lehrern gerne auch mal streite, weil ich kann das überhaupt nicht haben, wenn ich zu spät komme oder überziehen. Die erwarten ja von mir, dass ich pünktlich bin und dass ich auch zum Nachfolgeunterricht pünktlich bin. Dann haben sie auch gefälligst, den Unterricht pünktlich zu schließen. Machen sie das nicht, haben sie 4 Minuten Karenz bei mir, dann Schluss, dann gehe ich und sage, sie sind zu spät mit ihrem Unterricht. Und da berufen sie sich dann auch, ob dafür mein Tadel gekriegt für eine Lappalie. Ich habe einen Rechtsanwalt gefragt, gesagt, das könnte man mit 0,0 wegklagen. Ich habe aber gesagt, ich will es mir mit der Schule nicht verscherzen. Bei euch ist es ja jetzt so, ich kenne das Telemediengesetz, da sind gewisse Angaben zu verpflichtet, wie auch dieses Zurückberufen, dass man die Möglichkeit hat, von diesen Bedingungen zurückzutreten, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen oder man eben diesen Betrieb nicht mehr angehört. Das fehlte nach § 13 und hätte, wenn es verfolgt würde, Geldstrafe von 50.000 Euro lasse ich. Ich weiß, das würde dem Betrieb extrem wehtun und auch das ausbedeuten, aber die Frage ist ja immer, welches Gericht beschäftigt zumal damit? Es. Ich. Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, zumal es sich ja immer noch um eine Privatperson handelt, ne? Ja, praktisch. Und zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen, beziehungsweise Nutzungsbedingungen, wie gesagt. Allgemeine Geschäftsbedingungen sagen ja Geschäft schon voraus. Ein Geschäft ist das absolut nicht. Das ist sogar nur virtuell. Insofern können das höchstens Nutzungsbedingungen sein. Und diese Nutzungsbedingungen sind von sich aus, auch durch die Änderungen, die sie in den Jahren erhalten haben, komplett nichtig. Ja, die sie aber auch nur dann gemacht haben, als wie sie nämlich darauf hingewiesen haben. Ja, aber gerade das hat die sie ja denken, nicht sie gemacht. Sind immer noch im Recht und ich bin ja nicht so blöd und weise auf jeden beschissenen Fehler in ihren Nutzungsbedingungen hin, sodass ich mir selber dann ins eigene Fleisch reinschneide. Also ganz ehrlich, wenn die Leute das in der gehobenen Position, welchen Namen ich jetzt mal nicht nennen darf, weil ich weiß ja nicht, wie er da so drauf reagiert, unser gewisser Herr J. Piep. Ja? Aber das alleine die Tatsache, dass die Nutzungsbedingungen rechtschreiberisch total absolute Katastrophe sind. Ja, das ist. So null und nichtig sind, brauche ich ja nicht weiter drauf eingehen. Also, wie gesagt, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also. Ich bin, wie gesagt, gespannt, ob es da zur Gerichtsverhandlung kommt oder ob es Schiedskammer dafür gibt, letzteres halte ich für wahrscheinlich. Also es gibt mit Sicherheit die Schiedskammer dafür. Die Sache ist nur die. Ich werde von meinem Recht nicht losgehen, weil es ist hier eine Prinzipfrage. Es ist ganz einfach eine Prinzipfrage. Ah, und dann. Entweder man lässt alles durchgehen oder man lässt eben nicht alles durchgehen. Ja, und das Problem halt an der Zwischenkommunikation zwischen euch ist. Nimm's mir nicht übel, aber beide Seiten wollen alles oder nichts. Kompromiss gibt's auch gerade von Seiten der Geschäftsführung. Ich habe da mal schon Protokoll mitgelesen, weil es zu Es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir ihm nicht die Möglichkeit gegeben. Das habe ich ja durchaus toleriert. Außerdem, was heißt beide Seiten wollen alles oder nichts? Wir wollt euer Recht. Wir möchten einfach nur, dass unsere Namen aus dem Forum verschwinden. Das ist der Punkt, den ich will. Ja, es ist fair. Mein Name ist, mein klarer, voller Vor- und Zunahme sind nach wie vor an dem Forum zu sehen. Ich möchte mit diesem Projekt nicht mehr in Verbindung gebracht werden, weil es halt in der Community nicht gerade
Also es ist in der Community ungefähr genauso beliebt wie Fußpilz bei praller Sonne im Freibad. Nee, möchte ich nicht mit in Verbindung gebracht werden. Jetzt nicht, in Zukunft nicht. Und darum möchte ich halt, dass mein Name da verschwindet. Und da verstehe ich dann halt auch die Busunion nicht, anstatt sich den Stress zu ersparen und dein Recht einfach mit einem winzigen, blöden Klick, oder mehr ist das glaube ich nicht, deinen Namen einfach zu löschen, die gesamten Beiträge zu löschen, einfach weiter zu verwenden, weil sie genau wissen, dass das sehr gutes Gut ist und der Betrieb teilweise am Leben erhält. Die haben sich ja so eigentlich ausgeschossen, dass sie die Intriganten durchgehen lassen haben und sie haben nicht gemerkt, dass die schuften für diesen Betrieb, die haben sie rausgeschmissen. Beziehungsweise die, ja, die an den unteren Positionen waren, haben den Vorwurf, den sie den oberen Positionen gemacht haben, wo sie dann auch hingekommen sind, selber nicht einhalten können. Sie haben vorgeworfen, dass die oberen Leute, die den Betrieb am Laufen halten, sich gegeneinander ausspielen. Dabei haben es die Leute dann selber gemacht. Ja, richtig. Ich will da auch jetzt, wir wollen ja nicht 90 Minuten darüber reden, aber das ist einfach nur so auch gerade gesagt. Rechtlich ist die Lage eindeutig, ist die Frage, welches Gericht beschäftigt sich damit, beziehungsweise wenn sich ein Gericht damit beschäftigt, dann muss die Busunion beim Schiedstermin, bei der gütlichen Einigung, wenn es denn noch eine gäbe, Leuten, die sich mal warm anziehen und zumindest ein Entgegenkommen bringen und das einfach machen. Zivilrechtlich würden sie dazu verdonnert werden, wenn sich ein Gericht findet, das sich damit beschäftigt. Das Amtsgericht hat auch schon mal solche Fälle behandelt. Eben drum. Da. Ja, es wird auch gar nicht zum. Zu einer zivilrechtlichen Klage wird es auch gar nicht kommen. Also von meiner Seite aus mit Sicherheit nicht. Weil es hat doch sowieso keinen Sinn, also was soll ich da noch mit denen groß rumdiskutieren, weißt du? Er beruft sich ja auf sein Recht, was er angeblich hätte, was aber nicht hat. Und ich berufe mich auf ein Recht, was ich definitiv habe. Und du hast schon recht, also dass sich da ein Gericht mit befasst, ist ja fast ausgeschlossen. Ja. Warten wir ab, was die Zukunft in dem Punkt bringt. Genau, es ist einfach eine verfahrene Situation. Am Ende sind wir alle wieder schlauer. Wir hätten nie zum Betrieb gedurft, aber das weiß ich nicht vorher nicht. Ich kann mal an die User sagen, ganz ehrlich, nie hingehen. Deswegen der Appell an alle YouTuber, die dieses Video sehen, geht da bloß nicht hin. Das sage ich jetzt auch mal, also wer auf Diktatur, also auf DDR steht, der ist da genau richtig. Wer allerdings auf Meinungsfreiheit bzw. seine Grundrechte und auch Fahrspaß erleben möchte, ist da glaube ich nicht so ganz richtig auf. Geht schnell verloren, der Fahrspaß, und man wird gegen jeder gehandelt. Ich bin mir sicher, bei mir landet auch morgen ein Schreiben in der Post, dass ich hier im Video irgendwas gesagt habe, was ich hätte dürfen. Das wäre eine Nachrede und Ach ja, und übrigens, die von euch, die da sind, geht da weg. Und diejenigen, die da sind und meinen jetzt böse Kommentare unter dieses Video zu schreiben, macht die Augen auf. Ihr tut ja, wenn ich möchte auch gleich hier mal andeuten, dass wenn einer von der Busunion hier zumindest auf einem Kanal irgendeinen bösen Kommentar, der wiederum gegen die freie Meinungsäußerung von uns geht, ja, postet, der wird ausnahmslos von meinem Kanal ausgeschlossen. Darauf habe ich keine Lust mehr und der wird direkt eiskalt blockiert. Ja, ganz einfach. Und ich habe hier zwei Leute, die bei der Busunion ständig meine Videos gucken. Ja, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, wo ich das weiß. Das weiß ich einfach. Die jedes meiner Videos mit Daumen runter bewerten. Wenn sie denn schon keinen Kommentar posten können, dann und wenn sie einen posten, dann natürlich immer kackenfreundlich, aber trotzdem ist der Daumen runter drin. Also ganz ehrlich, das muss ich mir nicht geben. Da ist mir meine Zeit zu schade für, und von daher,
Jeder, der dazu irgendwas Negatives sagt, der fliegt von meinem Kanal runter, ja, wenn ich ausfeiere.